Moin moin, liebe Freunde, willkommen beim für was wäre fast daneben gegangen, beim Xbox Front Twitch Stream mit Dungeons and Dragons Neverwinter auf der One. Wo auch sonst, es funktioniert tatsächlich und es geht direkt los. Ich bin gespannt, ich freue mich, ich hab Bock. Mal sehen, ob die Server nicht ganz böse abkacken und die Arbeit verweigern. Tatsache. Nutzerbedingungen, ja, stimmen wir natürlich zu, wa? Bildschirm, natürlich volle Größe. Ist für euch auch volle Größe? Ja. Bogen, was ist denn ein Bogen? Ah. Bogen, Ark. Entdecke Ark, kostenlose Neuigkeiten, hallo, blablabla. Okay, nö. Spielen! Wir wollen natürlich spielen. Zedmog, ich hoffe, du machst mit. Kosa, weiß ich nicht, ob der sich von Dark Souls losreißen kann. Er meinte ja vorhin ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Gut, ich wähle einen. Was hatte ich denn letztes Mal? Ach, hier so ein Tiefling, genau. Für jeden Treffer steht zu Kraft des Gegners zu reduzieren. Plus 2 Charisma und entweder 2 Konstitution oder Intelligenz. 5% Schaden, wenn Gegner unter. Ja, ich nehme so einen Tiefling. Und ich nehme einen Kleriker, der hat nämlich echt Spaß gemacht. Flammenschlag, heilendes Wort. Das Wort der Kleriker. Ja, ich mach mir einen Kleriker. Oh, das war falsch. Neu würfeln. Ja, ist ein bisschen doof, dass man es nicht verteilen kann. Sekundärattribute sind Charisma und Stärke. Ach so. Dann doch nicht Intelligenz, aber Charisma, Stärke und Weisheit. Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Konstitution. So viel halte ich aus. Weisheit. Lernt und Schlussfolgert. Ah, er kann ruhig ein bisschen blöd sein, wa? Plus 2 Charisma. Nee. Konstitution und Stärke, oder? Nee. Charisma und Konstitution, oder? Charisma und Intelligenz. Ja, dann nehme ich natürlich Konstitution. Ich will ein bisschen mehr aushalten. Ausdauer und Lebenskraft, ja. Hörner, was hatte ich denn da? Kann ich den drehen? Verdammt, wenn ich jetzt so wüsste, wie mein Tibi aussah. Na gut, das sind ja nur Voreinstellungen. Ich nehme mal den so. Ja. Jetzt kann ich doch wieder mein Tibi mir hier basteln. So. Gesicht. Das ist ein Heiler. Nehme ich mal. Gealtert. Ein alter, weiser Heiler. Wie ändere ich die Farbe? Ach, Y. Okay. Ach, das kann nur sowas Rötliches sein. Na gut. Haare. Fliehend. Geh mal näher ran, wa? Eigentlich brauche ich ja gar keine Haare. Kurz angestellt. Iro, fliehend gestylt. Wild. Kann ich dem nicht überhaupt keine? Rasiert dicht. Rasiert dünn. Pferdeschwanz. Bestimmt auch blöd aus. Und naja, kurzwellig. Lang. Aha, hier, Glatze, jawohl. Augen, Blindheit beide. Verletzt links. Was bedeutet das genau?
Gottes Willen, der arme Kerl. Machen wir. Augenbrauen haben sie nicht. Bart auch nicht. Oh, kein Bart. Ist ja beschissen, ey. Muss doch einen richtig schönen Ziegenbart haben. Puh, was machen wir für Hörner? Moin Remi, moin moin. Ich glaube, ich nehme die hier. Das sind so klassische Diablo-Hörner, würde ich sagen. Tattoos, das Verfaulen. Das klingt gut. Das Verfaulen. Ah, bisschen faule Heilung, Narben. Auge links natürlich, denn da hat er das Auge verletzt. Gesichtsmaße. So, natürlich einen großen Kopf, denn er ist äußerst clever. Breit ist er nicht so sehr. Kopfhöhe. Boah. Kopftiefe, was ist denn die Tiefe? So. Halslänge. Ein bisschen länger. Augengröße. Kleine verstohlene Augen. Ich denke so. Augenhöhe. Nee, der soll ja noch was sehen unter seinen Hörnern, wa? Augenabstand. Nee, schon ein bisschen auseinander, wa? So. Braunenbreite, ja, habe ich ja keine. Nasenbreite. Ein guter Zinken sein, den er hier hat. Volle Kanne, jawohl. Nasenhöhe. Ah. Ja, so. Nasenrückenbreite. Hier wieder alles einstellen kann, ne? Rückentiefe. Lochgröße. Nasenlochhöhe, ja. Ganz schöner Zinken, hä? Alter Schwede, Mundbreite. Doch, der kann schon ganz schön. Kieferhöhe. Dann Knochengröße, der hat ordentliche Beißer. Moin Chris, moin moin. Das war's schon. Körperform. Schwer, schlank. Ich nehme mal Standard. Körpermaß. Alter Schwede, hä? Wie er einstellen kann. Schulterbreite. Nee, er ist nicht ganz so breit. Brustbreite. Ja, warum nicht? Tiefe. Armlänge. Ja. Armstärke. Ach so. So ist vielleicht sinnvoller, wa? Handdicke. Rische Wurstfinger, hä? Nee. Handlänge. Was ist das für Clown werden? Beinlänge. So. Beinstärke. Nee, ist eher so der Flinke. Fußgröße, Fußdicke, Fußlänge, Schwanzgröße. Oh, der hat natürlich einen richtig langen Schwanz. Guck an, der wird dann tatsächlich länger. Sehr geil. Wird da ein Loch in der Unterbuchse, wo das Ding rauskommt? Mann, das muss beim Kacken ganz schön blöd sein, oder? Wenn du so einen Schwanz hast, der immer im Weg hängt. So. Okay. Bin ich fertig. Kein Einfluss auf Spielverlauf. Ja, was nehmen wir da mal? Bewacht den Übergang aller Leben in den Tod und bestimmt, was deren Taten ihnen im Jenseits bescheren. Das klingt doch sogar direkt mal ganz gut. Ja, ich bin Heiler, dann passt es doch ganz gut zu mir. Herkunft, wo komme ich denn her?
Zeriel. Wüstensand. Kontrolliert von den 5 reichsten und mächtigsten Handelshäusern. Ist nur gut. Monsterjäger. Seid Mitglied der Blazing Sword Abenteuergruppe aus An auf der Suche nach Glück. Korruption, unmoralisches Verhalten der erste Hand erfahren und seid entschlossen, die Verdorbenen zu bestrafen. Jawohl. Ich werde euch bestrafen, ihr Luder. So, Name. Wichtig, wichtig. Ado. Läuft. Bestätigen. Alles klar. Gut, da habe ich doch meinen äußerst mächtigen Kleriker schon fertig. Da legen wir mal los. Du hast dir heute Borderlands geholt. Sehr schön. War nicht schlecht. Ich war auch am Überlegen, aber ich habe beides noch für die 360, also die Pre-Sequel und Borderlands 2. Da war mir dann ehrlich gesagt zu wenig bis gar nichts Neues, als dass ich es mir nochmal holen muss. Aber wenn du noch nicht gezockt hast, kannst du da nichts verkehrt machen. Hört ihr mich? Geht es euch gut? Ja. Ihr könnt euch mit dem linken Stick bewegen. Mal gucken, ob sie das Tutorial hier berichtet. Begebt euch zum gefreiten Wilfred und drückt die A-Taste, um mit ihm zu sprechen. Den Göttern sei Dank. Abenteuer kann ich garantieren. Der Questpfad führt zum nächsten Ziel. Oh, Peter öffnet Dinklage. Euer Tagebuch, ja, um ihn ein- und auszublenden. Charaktere hier relativ schnell entstehen. Drückt die A-Taste, um mit Charakteren und Objekten zu interagieren. Ups. Ist nicht, dass Peter drückt den linken Bumper und Steuerkreuz links, um das Inventar zu öffnen. Wählt einen Gegenstand, um diesen auszurüsten. Ausrüsten. Weste. Machen wir. Drückt die Ansicht-Taste, um zwischen den Statusanzeigen zu wechseln. Okay. Ja. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele. Ins Lager begeben. Ja, das mache ich doch glatt. Muss mal so ein bisschen überlegen, wie das hier alles funktioniert, aber die Kamera ist sehr viel weicher, habe ich das Gefühl. Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Und es scheint doch besser zu laufen. Freut mich, euch zu treffen. So, wir rammeln natürlich hier ein bisschen durch, wa? Kennen wir ja schon alles. Peter schon mal gezockt, hier auch. Dass wir mal schnell in die Stadt kommen und dass ich dann vielleicht euch treffe. Wenn ihr mitmachen wollt, ist Cosa schon da? Glaub nicht, oder? Verdammt. Ich bin zu früh. Shit, ich habe das Quest nicht abgegeben. Ach so, genau, so konnte ich sliden. Moin Desperate, moin moin. Ja, sinnlos, ich hab doch schon mit ihm gequatscht. Ach so, ein Mist. Schön, dass es bei dem Auch wenn wir die Haupttruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Verwendet den rechten Trigger, um mit Glaubenslanze einem sich in Entfernung befindlichen Gegner Schaden zu zeigen. Feinde und Objekte werden mit dem Zielmarker ins Ziel genommen. Ein bisschen die Kameraempfindlichkeit. Geht nicht. Kameraerschütterung. Ich will eigentlich nur die Kameraempfindlichkeit. Die ist mir nämlich ein bisschen schlabberig. Ich hätte so das Gefühl. Naja. Ich brauche einen Heiler. Ja, bin ich schon da. Ich bin verletzt. Wo sind denn die ganzen Gegner hin hier? Alle gekillt oder was? Ja, leckt ein bisschen, aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Hilfe! Seid vorsichtig. Läuft. Da draußen. Erste Quest beendet, Spiel schon fast durchgezockt. Hervorragend. Wir hatten Glück, dass wir Willen. Danke für die Hilfe. Oh, Markus, mach ich. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch.
Wir haben zwar Belindras Hauptarmee vertreiben können, aber ihre... Verwendet den linken Trigger, um einem Feind ein Astralsiegel aufzuerlegen und bei Angriffen auf diesen einen Teil der eigenen Gesundheit wiederherzustellen. Ah, das meine ich. Irgendwie ist es ein bisschen... abdeckt die Kamera und ich dachte noch... Das war einfach ungewohnt, weil ich das länger nicht gespielt habe. So, jetzt hier eine Autoloot-Funktion. Nochmal gucken, Option. Lebensenergie der Gruppe, Chatfenster. Nee, das ist aber doof. Spielhilfe, nee, will ich auch nicht. Es gab hier sowas wie Autoloot. Bin mir aber nicht so sicher. Aber es läuft besser. Es läuft definitiv besser. Das können wir gleich, wenn ich hier das Quest gemacht habe. Hier gab es nämlich am Anfang direkt eine Stelle, wo das geruggelt hat wie irre. Wie springe ich denn nochmal? Kann ich überhaupt springen hier? Ah, und zwar, wenn ich hier oben hingeguckt habe, wo dieser Nebel rumwabert. Da hat er geruckelt wie irre. Moin Sven, moin Moin. Wir müssen die Magier... Achso, ich muss die hier reinlegen. Ja, das läuft wirklich sehr viel besser. Das. Danke für eure Hilfe. Horden von Untoten greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf... Drückt die X-Taste, um mit Sonnenexplosion eine Explosion strahlender Energie um euch herum zu entfachen. Oder was? Sieht so aus. Ja, mach mal. Ladet euch ruhig runter. Reingucken und Spaß haben, sag ich mal. Ich fand's sehr gut. Von MMO an Konsole macht das Ding wirklich viel Spaß. Es steuert sich. Es ist nicht so ganz einfach reinzukommen. Also, ihr seht hier unten, das ist jetzt noch ganz einfach. Also, rechter Trigger ist hier Standardattacke. Linker Trigger wird dann die zweite Attacke. Dann sind hier X, A, B, Y und so weiter belegt. Und dann muss man manchmal hier mit LB kann man zum Beispiel noch umschalten. Da habe ich hier, wenn ich LB gedrückt halte, nach oben habe ich die Map. Oder links meine Taschen unten zum Chatten. Geht bestimmt aber auch mit einer Tastatur. Eine USB-Tastatur. Ist ein bisschen Gewöhnungssache, hier reinzukommen, was die Steuerung angeht, aber wenn man erstmal drin ist, doch gesagt, funktioniert das wirklich gut. Einen Ort, um dort hinzureichen. So, Brücke, jawohl. Und das Kampfsystem ist halt, ja, nicht das unbedingt Standard-MMO-Kampfsystem wie aus WoW. Drücke eine Taste, warte bis dein Cooldown runtergelaufen ist und drück die nächste Taste, sondern man muss schon immer so ein bisschen aktiv anvisieren. Man muss gucken, dass man zielt. Hier bei dem Kleriker macht es eigentlich Spaß, weil man beim Heilen auch immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man auf seine Leute anvisiert, aber das werdet ihr dann noch drückt alles sehen. Drückt den linken Stick und bewegt diesen in eine Richtung, um vor gegnerischen Angriffen davon zu fliehen. Bei niedriger Ausdauer kann nicht ausgewichen werden. So. Genau. Kann man
bald hier auch ausweichen. Gefreiter Wilfried, na hallo, mein Guter. Bist du nur gleich oder was? Das ist ja vorbildlich von dir. Das nimmt gar kein Ende. Jo! Was macht er denn hier für Attacken? Das. So. Ja, Loot gibt's hier jetzt noch keinen. Was natürlich richtig kacke wäre. Ein Rollenspiel ohne Loot ist, geht ja gar nicht. Das ist wie Nutella-Brot ohne Nutella. Ah, warte. Stufe 4, Mensch, das geht schnell. Der eure Gegner zerschmettert und eure Verbündeten heilt. Wir schaffen es! Glaubenswächter. Ihre tägliche Kraft kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte voll sind. Tägliche Kraft. Bei der Kraft nehmen. Macht von Grayskull. Schuhe, das ist eine Warteschlange. Ach nee, ja. Da hatte ich wohl echt Glück. Da war ich schnell genug. Aua. Alte Bitch. Der Vorbote. Reichweite, wie gibt's denn sowas? So. Toll, oh, da steht er drauf. So, nur links drücken ist springen, ne? Ist das deine Warteschlangenposition 600? Nee, hä? Das ist ja krass. Shit, war ich jetzt. Ach, er hat sich gesetzt. Um Beute aufzusammeln. Loot. Süßer, leckerer Loot. Unidentifizierter Gegenstand. Jetzt gucken wir mal ins Inventar rein. Identifizieren. Lehrlingsringelstiefel. Ja, her damit. Sind natürlich meine Standardstiefel totaler Mist dagegen, klar. Oh, und der Wilfried ist. Es tut mir leid, gemacht. Ihr müsst sie aufhalten. Der Wilfried, oh weh, hab ich ihn so lieb gewonnen. Das ist die Drache. Drache für Wilfried. So, das war das recht kurze Tutorial. Aber jetzt geht das ja erst los. Es geht ja erst los. Das läuft alles noch nicht weg hier. Wir haben bis Level 25 oder so, glaube ich, gespielt. In der Beta.
Ich glaube, bis 60 geht's. Jetzt Mitte April erscheint auf dem PC das erste größere Add-on. Auf der One soll das, ich glaube, es gibt noch kein so richtiges Datum, wann es auf die One kommen soll, aber es soll auch auf jeden Fall auf die One kommen. Wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht. Uiuiuiui, ja, mein lieber Mann, hier ist einiges los. Und es ruckelt ein bisschen, aber auf dem Marktplatz der es hält sich erstaunlicherweise echt in Grenzen. Den linken Bumper und Steuerkreuz hoch, um die sieben Sonnen auf der Karte zu finden. Es geht, es geht. Schon Schlimmeres erlebt. Ich habe als Heiler versagt, weil ich Wilfried nicht gerettet habe, oder was? Mein Paula. Naja, gut, die rennen jetzt alle hier hin. Das ist natürlich ganz lustig. Ah, sehr schön. Aber ich gehe mal einen anderen Weg, wa? Kenn ich ja schon aus hier. Ja, dafür, dass jetzt wirklich so ein Andrang ist hier, geht das aber echt ganz gut, muss ich sagen. Jetzt Schlimmeres erwartet. So, die Drachengeborenen, her damit. Noch ein Quest. Feldwebel. Die Protectors Wilfred ist. Dankeschön. Belohnung abholen. Her damit. Lehrlingssymbol, sehr gut. Direkt anlegen. Aus, ja, besser war. So, mit Feldwebel Nox sprechen, schon wieder. Wir haben heute viele. Teller, ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als euer Schiff von dem Drachenlicht zerstört wurde. Viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung. Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann einmal ausruhen und aus eurer Kopfmontur heraus. Versorgungsfeld ja, Quinn ne? kann euch sicher weiterhelfen. Launch ihr findet ihn westlich von hier, am anderen Ende des Tunnels. Mal gespannt, wie stabil die Server sind. Ich habe von den Belohnung abholen, ja damit. Ja, hol ich mir eine neue Hose war. Achso, nee, es gab beides. Ah, ich bin noch nicht gebunden, okay. Will, glaube ich, eh niemand. Modegegenstände, um das Aussehen des Charakters zu verändern. Ja! So einen schönen Jutesack. Das hat schon was für sich. Ihr seid zurück! Mir wurde von Störungen in den Gewölben unter der Halle der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter, aber ihr solltet doch fähig sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen werdet. Er wird euch... Wir haben General und dann müsste ich da rein, glaube ich. Für die Quest. So. Genau, gehe zur Halle. Das mache ich doch glatt. So, wie sieht's aus? Wer von euch ist hier schon am Start? Ich guck mal eben. Charakter. Nee, Bündnisse. Nachrichten. Ich habe eine Nachricht. Willkommen. Ja, vielen Dank auch. Wir sind ein Postboten. Ja, hier unten habe ich gleich mal ein Geschenk gekriegt. Ein Gegenstand. Ja, sehr nett. Freunde, so. Wenn ihr mitmachen wollt, dann erzählt mir doch mal bitte was. Aha, hier sehe ich euch doch schon. Na, das ist doch hervorragend. Da muss ich euch ja gar nicht fragen. Wenn ich euch schon hier habe, dann lade ich euch auch direkt mal ein. So, das ist einmal Matt und einmal Kosa. Banana zockt nicht. Und viele offline. Ja, mal kicken. Kosa ist beigetreten. Das ist doch sehr schön.
dann wollen wir mal sehen, ob wir ihn nicht erreichen bei Skype. Rufe ich ihn mal an und dann müsstet ihr ihn auch hören können, den alten Lümmel. Es klingelt bei ihm. Ah, er mag mich nicht. Von Zitmog. Zitmog schickt mir hier Nachrichten. Geheime Nachrichten schickt er mir. Habe ich dich noch gar nicht? Guten Tag, junge Frau. Moin, moin. Was wünschen Sie? Ah, jetzt warten Sie. Hört man schön. Ach, nee. Müsste dich doch geaddet haben, Zitmog, oder? Ach, dass man hier so viele Klicks machen muss. Senden. Ah, Moment. Hier. Freund hinzufügen. Oh. Schnarsch. So. Zitmog ist jetzt mein Kollege. Dann laden wir ihn direkt mal ein. Wo habe ich ihn denn? Zitmog, Zitmog. Zitmog, Zitmog. Du bist noch gar nicht hier drin, oder? Lade dich direkt mal ins Spiel ein. So, Desperate und Desperate und Kosa, ihr müsst mal hier zu mir in die Instanz kommen. Drückt mal Select, dass ihr hier auf meinen Namen dann wechseln könnt und dann A zu deren Instanz wechseln, dass wir hier zusammen in einem Gebiet sind. Denn ich bin Enklave. Weiß ich nicht, aber ihr müsstet das ja sehen. Kosa ist 25, Desperate ist 29, also definitiv nicht in derselbe. Abgesehen von Ereignissen, für die du nichts kannst. Na, das klingt aber mysteriös. Kosa, was ist denn los? Sprichst du auch mit mir? Was? Ja, ich hab keinen Anruf bekommen, ne? Ach, immer die Mutti. Schlimm. Nee, mit der Ball, ja. Was, wer? Mitarbeiter. Ach so. Immer die Mitarbeiter, Mann. Mann, Mann, Mann. Sodele, nu, was bin ich für eine Sklave hier? Oder wie war denn das hier nochmal? Option oder? Nee. Select. Und dann auf meinen Namen gehen. Select musst du drücken. Wo muss ich drauf gehen? Select und dann auf meinen Namen. Hallo. Instanz wechseln. Sie können nicht an Harvimas Protection Enklave teilnehmen. Sie müssen in der unterschiedlichen Instanzen an derselben Karte befinden. Bist du hier in der Protector Enclave in der Stadt? Ja, du bist 16, oder? Ja, ich bin in der Stadt. Ja, dann gehen wir mal hier in die Instanz rein. Ich gehe mal hier ins. Kommt mal hier mit an die Tür. Ich weiß nicht bei euch, ob das geht. Ob ihr dann, und wenn ihr auch jetzt da reingehen wollt. Zu der ersten Quest. Desperate, habe ich dich bei Skype? Dann hauen wir dich hier mal den Anruf noch mit rein. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Eure Gruppe wartet auf euch. Welches Quest ist das? Na, guck doch mal hier in den Stream rein, Mensch, Bub. Nee, das ist ja weiter weg. Ach, Kosa, wir haben doch schon gespielt. Du musst doch noch wissen, wo das lang geht. Wo ist denn jetzt Desperate? Ich weiß nicht, was jetzt. Desperate, ich hatte dich doch bei Skype, wir haben doch schon gequatscht. Düsseldorfer Junge. Kannst du mich mal gerade anschreiben, Desperate? Ich weiß nicht mehr, wie dein Skype-Name ist. Sorry. Ah, okay, ich weiß, welche du meinst. Da oben, die Tür wahrscheinlich. Na, hier neben Thron dort. Ja. In die Tür rein. Ich geh schon hin. Neben the throne, please. Ja, ich bin da. Thronen Sie mal nicht so auf dem Thron herum, da. Sie Troll. Ich glaube, Desperate fehlt noch.
Heizung und Warmwasser ausgefallen. Na, das ist ja ganz hervorragend bei dem schönen Wetter. Das macht natürlich Freude. So, was ist denn jetzt los hier, Kinders? Mensch, ich könnte schon Level 20 sein. Mann. Ah. Hallo? Ja, hallo? Desperate? Ich höre dich, ja, aber über die Xbox ist nicht gut. Mach mal lieber über Skype, weil man hört dich im Stream nicht. Und das ist, oder vielleicht schon, aber ich höre dich auch nur sehr schlecht. Ich sehe dein Symbol hier leuchten, aber so richtig optimal ist das nicht. Du hast doch Skype auch, oder? Schreib mich mal kurz an. Wir hatten doch da schon gequatscht. Wir haben doch Command & Conquer über Skype gespielt. Moin Tristan, moin moin. Ach, Leute. Das klappt ja alles hervorragend. Ja, bei mir klappt's. Ich komme jetzt mal zu dir, Cosa. Mann, wetten, das geht. Zack, siehste, geht. Bestätigen. Was, sie müssen sich in unterschiedlichen Instanzen auf derselben Karte befinden? Bist du wirklich hier in der Stadt? Ja, ich bin vorm Thron. Na, ich weiß ja nicht, du Lümmel, du. Nehm mal gleich wieder ein Foto und schickst da hin, hast es. Nee, kein Bloodborne heute, Dario. Über Ostern bestimmt wieder. Ah, die Gruppe wartet auf mich, okay. Ja, ich hab jetzt nochmal drauf gedrückt. So. Ich sehe schon, ne? Ich mach gleich glaub, Verfolger nochmal und dann regen ich mich hoch und hör mal auf und ah. Warst du wieder so am Abkacken bei Dark Souls oder was? Bei dem alten Schinken? Na, eigentlich nicht. Ja gut, der Verfolger ist gebufft worden. Auf jeden Fall, der ist überpowered. Es war schon bei der normalen Xbox-Version so, aber jetzt ist er noch mehr überpowered. Weil normalerweise, wo der da runtergeflogen ist, wo er außerhalb vom Spiel war, hätte er eigentlich tot sein müssen auf einmal. So war es nämlich bei 360. Ach, hast du gecheatet also? Ist ja lame. Hast du ihn so nicht fertig gekriegt? Da musst du so ein bisschen Bug-Using machen. Ah, so einer bist du also. Moin Nerun, moin moin. Ja, Desperate hat mich angeschrieben. Ach ja, genau, hier habe ich dich doch. Stimmt, zur Konferenz hinzufügen. Jetzt müsst ihr doch mit reinhüpfen hier. Hm. Ha, Kinners. Ich sage es euch. You're stuck at school. Kind of sucks, I guess. So. Moin! Geht? Na, altes Haus? Ja. Alles gut? Alles paletti. Na dann wollen wir mal, oder? Bist du hier auch schon an dem Tor? Glaube ich auch, ja. Dann müsste nee, das ja nicht, eigentlich. Warte mal. Ich muss erstmal zurückschalten. Ich glaub. Ja, das mit der Instanz macht dann nicht so ganz. Weiß nicht so warum. Was geht denn jetzt? Ne? Schmatzt hier rum. Alles überlebt? Wie, was denn überlebt eine Rune? Was hast du denn gemacht? Hast du dich geprügelt? Ach so, ein Zahnarzt natürlich, meint er. Ja, ey, aufmerksam. Mann, 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 nicht schlecht. Der Demios, krass. Ja, da bin ich auch jetzt. Bist du auch jetzt? Dann müsste, klick mal an die Tür, dann müsste jetzt eigentlich losgehen, wenn das bei uns allen... Ich weiß nicht, ob das so über Instanzen hinweg geht. Scheinbar nicht. Dann
Warte mal, ich glaube, ich. Was ist denn jetzt los? Rayman Legends fertig geladen oder was? Ja. Ich hau euch mal aus der Gruppe raus und lade euch nochmal neu ein. Okay. Ausschließen. Ausschließen. Da hat's kurz geruckelt. Ey, das läuft sehr viel besser, Kosa, ne? Wenn du dich noch an die Beta erinnerst, das lief ja echt beschissen. Ja. So. Ich geh mal zu Desperate in die Instanz. Ne, geht nicht. Super. Wo sehe ich denn meine Instanz? Die sehe ich gar nicht hier, oder? Ist ja komisch. Ich habe eine, die mich verfolgt. Alter, verschwinde. Na gut, ich lade euch nochmal ein. Stalker um mich rum. Hör mir auf. So, ich gehe jetzt mal in die Instanz rein. Vielleicht geht ihr auch, bevor ihr in die Gruppe reinkommt, mal schon hier rein und dann laden wir uns da ein. Vielleicht geht es besser, als wenn wir hier in der Stadt sind, wo 1000 Leute sind. Der Gentleman, ja, aussterbende Art, ist die nicht schon ausgestorben? Muss man dann wohl eher sagen. Weil ich so Gentleman bin, mampfe ich jetzt hier nebenbei einen Keks und ihr dürft mir dabei zugucken. Das ist mal die feine Englische. Jetzt fehlt mir nur noch ein Tee. Nee. Super, ich krieg den Keks nicht mal raus. Mann, Mann, Mann. Oh. Bist du jetzt da drin, oder wie? Ja, ich bin hier gerade rein. Es lädt gerade. Relativ lange. Aber ich dachte, wenn man... ja, jetzt bin ich drin. Müsste vielleicht besser gehen, wenn wir alle hier reingehen. Schauen wir mal, ne? Ja. Kosa ist jetzt da. Besser, ja. Moin. Spielst du hier wieder für eine Alte? Ja, immer. Kosas heimlicher Traum, er wäre gerne eine Frau. Zeig mal her hier. Bleib doch mal stehen, ich will mal das Luda angucken. Ach, sieht ja sogar ganz hübsch aus. Jetzt musst du aber auch mit weiblicher Stimme sprechen, Kosa, ja? So, kannst du mich nochmal einladen? Ja. Kosa, mach uns mal deine Frauenstimme. Jo, freu dich. Was ist denn das für eine Frau? Ajo, freilich. Ajo, freilich, du mich auch. Ajo. Hab entweder meine Ration Whisky gesoffen, meine Stange Kippen geraucht. Ajo. Ja, okay. Kannst du jetzt zu uns wechseln? Starten. Wenn du Select drückst und dann auf meinen Namen oder auf Kosas Namen. Ich sag's ja, ich soll eine Minute warten. Ach so, okay, na gut, ja, dann warten wir mal kurz. Wenn er aber durch das Tor geht, ist er sofort bei dir, sowas bei mir auch. Ohne nee, er ist ja jetzt schon hier in der Instanz, also in dem Ding hier drin, nur in einer anderen Instanz. Okay, weil ich war ja auch in einer anderen Instanz und dann war ich auf einmal bei dir. Keine Ahnung. So, 20 Sekunden. Hast du die Beta schon gespielt? Ja, ja. Na, das passt doch, dann haben wir ja alle schon Ahnung. Wie weit hast du gespielt, bis welches Level? Ich erinnere mich nicht mehr. Okay, macht ja nichts. Ich glaube, wir hatten bis... So um die 20 oder so, Kosa, ne? Boah. Nee, so weit war ich nicht. Ich glaube 14 oder sowas. Also Alex, ich war Level 8 und, ne, 27, du warst glaube Level 28. Ja, so weit. Okay. Ja, wir hatten schon ordentlich. Wir hatten ja schon die Reittiere. Ja, ja, ich weiß. Wir haben ziemlich viel gespielt, hat ja auch Spaß gemacht, also. So, kannst du rein, Desperate? Nee. Der Tanz des Teufels. Spring, spring. Vielleicht, wenn du nochmal rausgehst hier aus der Instanz und dann nochmal reinkommst, dass es dann. Raus. Ja.
Wenn wir jetzt einmal zusammen sind und dann müsste es eigentlich auch immer klappen. Das war in der Beta auch, da hatten wir ja mit Andi zusammen zu dritt gespielt. Und da waren wir einmal in der Gruppe und dann hat es eigentlich immer funktioniert. Und große Probleme, dass irgendwie jemand rausgeflogen ist oder so, hatten wir nicht. Das einzige Problem war eben, dass es geruckelt hat wie irre. Aber das scheinen sie ja ziemlich gut in den Griff bekommen zu haben. Kosa, machen Sie nochmal deine Frauenstimme. Kosa! Du scharfes Luder. Mann, dann hol doch deine Freundin wenigstens her, dass sie mit uns spricht. Kannst du ja zuflüstern, was du sagen willst. Das muss schon ein bisschen passen jetzt hier, ja? Den Move finde ich ja immer noch geil. Gerade Gefährten und so. Was gibt's denn da alles? Na, Kopf, was hab ich da was? Nein. Schuh, gerade vom Server geflogen. Ah. Ring hab ich da was? Nein. Links hab ich da? Nein. Hüfte hab ich da was? Nein. Kann ja auch schon mal gucken, wie konnte man hier nochmal die Charakterwerte. Achso. Berufsressourcen. Stimmt, Berufe konnte man hier auch noch wählen. Gegenstände. Aussehen Berufe. Ändern. Sag mal Bescheid, wenn das bei dir funktioniert, Schu, dann kannst du natürlich gerne mitmachen. Ganz schön viel Action, hä? Kann ich dich hier zu einem Duell irgendwie herausfordern? Was? Will ich mich zum Duell herausfordern? Na klar. Viel Stück dich alles Luder. Du Luder Kosa. Du Luther! Ist schon ein ganz schönes Luder, der Kosa hier, hä? Sieht ein bisschen aus wie aus. Wie eine Katze oder wie aus Game of Thrones, die eine. Ich komme nicht auf den Namen. Aria? Keine Ahnung, ich hab's echt zu lange nicht mehr Aria, geguckt. Du meinst Sansa oder wen? Nee, nicht von nicht Starks. Nein, ich weiß, wen du meinst. Die Joffrey heiraten sollte. Ja. Ich hab's echt lang nicht geguckt. Du meinst die, wo Joffrey geheiratet hat? Nee, denn der Heirat ist ja. Spoiler! Joffrey abgemurkst worden. Das war die letzte Folge, die ich geguckt habe. Dann echt, hab ich. Jetzt soll ich dir die anderen Folgen auch sagen? Soll ich dir mal auf die Schnauze hauen? Soll ich dir mal deine Xbox hacken und deinen Dark Souls löschen? Desperate, kommst du? Darüber macht man keine Späße, ja? Dark Souls löschen. Desperate? Ja, was glaubst du, wie viele Amis mich angeschrieben haben in dem Stream? Wo hast du das Spiel? Woher hast Desperate! Du das? Desperate! Ja, glaube ich nicht, dass ich reinkomme. Nicht? So denn das? Ja. Keine Warum? Ahnung. Was sagt's denn? Dings da. So irgendwie am Meckern oder was? Ja. Nee, jetzt bist du da. Jo, du bist hier. Echt? Ja, wir sehen dich. Moin! Okay. Läuft, geht los, geht los. So, machen wir hier mal die Quest, wa? So, ich werde euch natürlich nicht heilen. Oh ja. Juhu, geht klar. Ja, das ist ja jetzt alles entspannt. Alles gechillt. Kosa, die Metzel-Alde macht sie alle platt hier. Weißt aber schon, dass ich noch nicht heilen kann, ne? Hier liegt was. Für mich nicht. Diebstahl. Ist einer von euch ich Dieb? Bin kein Dieb mehr. Die Klasse habe ich nicht genommen, nein. Was hast denn du? Zwei Händer oder was? Ja. So ein kleines Mädel. Ich letztes Mal nicht. Aber ich fand hier Kleriker, der hat schon echt Spaß gemacht. Also deshalb habe ich doch den jetzt wieder genommen.
Hier liegt noch was. Ui, eine Kiste. Was ist denn das? Für mich einfache Elfenbeinschale. Ui, verdammt nochmal, ich bin schon direkt reich. Eine Elfenbeinschale, alter Schwede. Du bist reich. Elfenbein, weißt du, wie teuer das ist? Naturfertigkeit. Sag mal. Also, Elefanten töten, sonst geht's dir auch noch gut hier. Ui, da ist große Ritter. Der ist schon tot. Nimm. Scotty, danke für deinen Follow, danke dir. Ja, das wird jetzt natürlich alles wieder relativ einfach, weil die Instanzen sind jetzt nicht gerade dafür gemacht, dass wir die zu dritt zocken. Ah, das macht ja nichts. Dafür kommen wir schnell voran. Hast du schon geklaut hier das ganze Zeug oder was? So ein Drecksack. Ganz schön Loot gezockt. Ja. Was hast du für eine Klasse, Desperate? Hab auch Elfenbein. Wer ist das? Keine Ahnung. Irgendwas Magisches oder so sieht's aus. Ach, schickes ja. Höschen hast du an, du. Mein lieber Mann. Magier. Das sieht aus wie Magier, oder? Irgendwie, oder was wirfst du für ja. Schneebälle oder Kugeln wow. oder so? Sag's dir schnell. Ja, Wizard, Magier muss das. Ach so, ja, okay. Hier waren noch Kisten hier auf der Seite. Wartet mal, rennt noch nicht so weit. Hier ist Arkan. Ich glaube, das kannst du aufmachen, Desperate, hier. Auf der anderen Seite war die Kiste für mich. Kann man das nicht irgendwie markieren hier? Nee. Nee, hier ist alles für Moin Magier. Micro, moinsen, Mensch, lang nicht gesehen, na, alles klar? Das ist was für mich, Religionsfertigkeit. Ja, ich bin schon ein sehr religiöser Mensch, das ist wahr. Ah ja. Was bringt denn das eigentlich genau? Geldbonus für 3 Minuten. Ah, cool. Ich glaube, das war's dann hier, hä? Alter, mach doch mal langsam. Hat er schon wieder alles gekillt hier, der Affe? Nein, die waren schon tot. Ja, genau. Ja, guck doch, die da unten töten sich selber. Hä? Ja. Das ist Desperate, der da rein. Ach nee, das bist du, du Affe, sag mal. So ein Lüschenbold. Mann, ey, halt, hier ist noch Loot, da rennt er wieder weiter. Hier liegen auch Tote rum, ohne dass ich was mache. Diebstahl ist nichts für mich. Menschen. Terkosa. Hat aber da keine Ruhe im Arsch hier. Ich halte dich nicht, kannst du wissen. Sieh zu! Loot! Knochenstift, geil. Bestes Item ever. Skeletttöter. So, hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo was. Jo, hier ist was. Gewölbekunde. Hast du das, Kosa? Also ich habe Religionsgedönse. Ich habe schon alles nachgeguckt bei mir. Du hast Bloodborne gemieden. Ach so, okay. Hier, das ist was für dich, Desperate, wo ich bin. Das, weil wenn du dir eine PS4 holst, Micro, dann ja. Ansonsten bin ich mir zu 100% sicher, dass es nie auf dem PC rauskommt. Es kommt nie auf dem PC raus. Und auf der One wird es auch nicht rauskommen. Also es sei denn, du holst dir eine PS4, dann ja, ansonsten eher nicht. Hat sich ja Sony die Exklusivrechte geholt. Na, Sony hat es vor allem bezahlt. Das Exklusivrechte sagen noch nichts, aber Sony hat das Spiel bezahlt und das ist der Unterschied. So, bei Tomb Raider hat Microsoft nur sich die Exklusivrechte geholt und das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Kommt das Spiel halt ein halbes Jahr später oder so für PC und alle anderen Plattformen. Da ist es ja aber bei Bloodborne hat Sony das Spiel in Auftrag gegeben und komplett bezahlt. Und deshalb wird das nicht auf einer anderen Plattform rauskommen. Also das würde mich schon sehr, sehr wundern. Das ist was für mich. Hey, wer schießt da? Luder! Mensch. Frech.
Kiefernholz, Eisenerz, schön. Weiß nicht, was das hier in so einer Religionstruhe macht, aber naja. Hier noch was Schönes? Nee. Ui, was mitnehmen? Kosa, mach doch mal langsam, Alter. Da ist er schon wieder 20 Kilometer vorweg. Hier liegt auch noch was. Du holst die Hälfte gar nicht mit. Naturfertigkeit, Alter. Das, wo bei mir rot ist, das kann ich nicht mitnehmen. Du hast doch die Hälfte übersehen, du Lapsang. Mann. Ist ja schlimm. Das ist kein Dark Souls hier, ja. Das ist nicht so ein Ego-Spiel. Mann, Mann, Mann. Nur weil du so ein Luder spielst, darfst du dich auch nicht benehmen wie so eine alte Bitch. Mann. Oh, Boss. Boss, 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 Boss. Ja, ach komm. Jetzt auch mal langsam. Da, noch ein Video? Ah, okay. Wächter der Neun. Wenn es 9 Wächter wären, das wäre geil. Kosa! Was denn? Ah! Ihr schafft es doch alleine. Mann, muss man alles selber machen hier. Ui, was war denn das? Oh, das war's schon. Woody überträgt Lego der Hobbit. Okay, hier leben noch welche. Hier, jetzt habe ich was Grünes gekriegt, geil. Wüsten, ach, das ist Handwerksmaterial. Mach mal alle ja. Gier, würde ich sagen, ne? Es sei denn, man nimmt dann halt den Beruf, wenn man den dann wählt. Gesundheit oder was war das? Oder nicht mehr? Kann man hier? Ah, doch, hier ist einmal eine Kiste. Schatztruhe, hier ist eine Kiste. Jo. Heiltrank, Wollreste, einfacher Pelz. Nimm alles mit. Geht doch. Okay, das war's. Ich glaube, ja. Hier auf der Seite irgendwo noch was? Jetzt kriegt man die große Truhe. Ja. Nee. Gürtel des Abenteurers. Wie springt man hier nochmal? Wisst ihr das? Ach so, LB und dann A. Ja, okay. Alles klar. Yay, ich hab gewonnen. Gürtel des Abenteurers. Her damit. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt na. Wir da. Oh, ach so, das war jetzt hier, ja. Da müssen wir jetzt hier links dann rüber. Nehme ich. Was ein bisschen doof ist, ist, dass es keine Minimap gibt, aber dafür doch, funktioniert ja doch. Das. Ja, aber jetzt nicht hier mitten im Arcade. Ich meine so doch. Rechts. Wo denn? Hast du auch? Ach so. Im Ding nicht drin, aber du kannst. Ja, das ist klar, dass ich hier ins Menü rein kann. Ja, das weiß ich ja. Ich meine eben hier jetzt. Das ist ein bisschen schade. Gibt es echt nicht hier im Menü? Warte mal. A, Option, Untersuchung. Nee, das gibt's doch nicht auf dem PC. Aber es ruckelt echt weniger. Cool. Das macht mich ja schon happy. Das finde ich ja schon geil. Server not responding steht bei mir oben. Oh doch, jetzt scheinbar. Scheiße. Timed out. Ich bin runtergeflogen. Verdammt. Bei mir nicht. Bei mir steht dran Controller verbinden. Hä? Ich muss mich ja irgendwie neu einloggen. Das hat mich glaube auch rausgeschmissen gerade. Antwort des Authentifizierungsservers. Okay, das macht aber nichts. Das ist eine gute Stelle. Ich verschwinde mal kurz aus dem Bild. Bin sofort wieder da. Ich mache nur einen kleinen Schnitt für YouTube, denn ich versuche zumindest ab jetzt alles, was ich hier so streame, auf den YouTube-Account von Xbox Front bzw. Front Medien hochzuladen. Den verlinke ich auch mal noch. Ist auch im Thread bei Xbox Front verlinkt. Also wenn ihr irgendwas verpasst, könnt ihr da reingucken. Ich bin kurz weg und dann geht es gleich.